Servus Leute, grüßt euch, Weidmanns Hai, euer Chris Handing hier. Ja, wir haben jetzt mittlerweile Anfang Juni, wir sind jetzt im Flock Nummer 3 angelangt. Leute, was ging denn bitte mit Flock Nummer 1 ab? Total krass, also freut mich riesig, wie euch jetzt der Film gefallen hat mit der Sau. Auch der Maibock kam sehr gut an, aber nicht so stark wie die Sau. Also vielen Dank an alle dazukommenden Abonnenten und natürlich auch an die Alten. Wir haben jetzt mittlerweile 1000 Abonnenten erreicht. Ihr wisst gar nicht, wie mich das freut. Witziger Fact da dazu noch. Und zwar habe ich meinen YouTube-Kanal Chris Hunting am 2.6.2021 eröffnet. Und wisst ihr, weil ich die 1000 geknackt habe? Genau, am 2.6.2022. Also richtig cooler Fun Fact. Also nochmal vielen Dank an alle von euch. Ich werd mein Bestes geben, weiterhin für euch Content zu produzieren und auch Content, der euch gefällt. Genau, und deswegen starten wir jetzt einfach mit Vlog Nummer 3. Wir ziehen das Ganze einfach weiter durch. Heute möchte ich ein paar Revierarbeiten machen. Es hat heute Morgen sehr stark geregnet, aber jetzt habe ich ein Fenster von 2 bis 3 Stunden und da möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen freischneiden mit dem Hochaster und auch mit dem Freischneider unten. Einfach ein paar Pirschwege, weil das Gras ist schon ziemlich hoch. Und eine Korunde. Also das ist jetzt so der Plan. Also heute steht kein Ansitz an, sondern einfach nur mal freischneiden, Korunde und schauen, was einfach so im Revier abgeht. Also, dann nehme ich euch mal mit. So, hier an der Stelle bin ich jetzt auch mal im Mai gesessen. Also mein Jagdherr hat hier schon fleißig vorne die Kürrung und den Hochsitz hier unten freigeschnitten. Aber mir ist hier aufgefallen, und das gucken wir uns jetzt nochmal gemeinsam an, dass man hier nicht mehr so gut auf die Kürrung gucken kann vom Ansitz aus. So, Fenster auf. Jawohl. Ah ja, die könnte man wegmachen. Jetzt zeig's euch mal. So, das ist jetzt der Blick von oben. Also wir haben auf die Kühlbox und auf die Salzlecke eigentlich von hier der rechten Seite. Also ich bin Rechtsschütze, recht guten Blick. Aber hier die Fichte hier, die nervt ein bisschen, falls man links sitzt, also wenn man jemanden dabei hat. Sieht man nicht mehr so wirklich gut durch. Da könnte man überlegen, die hier wegzumachen. Ja, das machen wir.
So, schon wieder am nächsten Platz angekommen. Den habe ich hier aus Zufall beim Pirschen mal entdeckt. Den hat mir mein Jagdherr gar nicht hier gezeigt. Also man sieht auch, der ist auch schon ein bisschen die alte Jahre gekommen. Steht aber noch ganz gut da. Hat auch ein Dach, also mal auch für einen Regentag, wie zum Beispiel heute, sehr gut geeignet. Und habe mich hier drauf gesessen und ja, es ist ordentlich eingewachsen. Also hier drüben kommt schon ganze Fichtenstangen runter. Also hier habe ich mir gedacht, jetzt mache ich hier auch mal ein bisschen freischneiden, auch nach vorne. Also es ist wirklich ein Hochbestand, also ein Altbestand vom und ganz wenig Verjüngung hier drin. Und also ich vermute mal, dass es hier das Wild wirklich auch durchzieht. Vor allem morgens wahrscheinlich ein sehr interessanter Platz. Wir haben gegenüber eine Deckung. Und hinter uns eine sehr große Deckung, also da weiß ich auch, dass da die Sauen drin sind. Deswegen hier mal Action machen, dann wird das ein sehr interessanter Platz. Man muss halt nur was sehen können. Genau, deswegen Freischneider auspacken und loslegen. So, 10 Minuten später und komplett verschwitzt. Boah, es ist heute schwül. Also, die Cap ist, glaube ich, voll nass. 10 Minuten später, also der Sitz ist jetzt einigermaßen freigeschneidet. Man kann jetzt ja ungefähr gute 60, 70 Meter den Weg runter gucken. Nach vorne ist einigermaßen jetzt genügend Platz. Und ja, hier hoch, da war es eh nicht so schlimm. Ja, außer der hier direkt am Sitz. Perfekt, also dann gehen wir hier weiter und gehen jetzt an die nächste Kürrung und schauen da, ob die Sauen da waren. Da ist jetzt in letzter Zeit immer eine Bache mit ihren Frischlingen. Wie alt sind die jetzt? Nicht mal einen Monat, also noch ganz frische. Schauen wir mal, ob sie wieder da waren. Kürrung Nummer 3 auch offen. Also die Bache hier, die lässt mich nie im Stich. Also da ist immer reger Betrieb. Und ja, also da brauchen wir jetzt tatsächlich nicht ansitzen. Gehen auch keine anderen Sauen, also keine Überläufer. Das ist wirklich jetzt nur hier die Bache mit ihren Frischlingen. Und ja, da schmeißen wir uns einfach immer Mais in den Krug rein, dass die immer ein bisschen was haben hier im Wald. Das muss ich einfach hier am Platz lassen. Und wer weiß, wie es dann im Herbst aussieht, wenn dann, ja, wenn es dann die Frischlinge ein bisschen größer sind, dann gehen wir hier sicherlich wieder auf die Jagd. Ups.
Guten Morgen, Freunde. Einen wunderschönen Morgen. Das trifft ziemlich besser. Ich hatte einen sehr schönen Ansatz. Leider ein bisschen Nebel. Entschuldigung. Ein bisschen Nebel gehabt. Deswegen habe ich mich entschieden, einfach mal dann ein bisschen zu pirschen. Und es hat sich gelohnt. Aber ich erzähle euch mehr in der Revierrunde. Und die machen wir jetzt. Auf dem Weg zum Wendeplatz muss ich jetzt hier leider noch einen Sturmschaden. Hier ist ein ganz morscher Stamm, also der ist, ja, wenn ihr es vielleicht gehört habt, der ist sehr morsch, ist auch leicht. Den packen wir jetzt auf die Seite und dann geht es hinterher zum Wendeplatz. Jetzt sind wir am Wendeplatz angekommen. Hier oben auf dem Sitz, da bin ich jetzt heute Morgen gesessen. Leider war es heute Morgen sehr neblig. Es hat eigentlich noch, als ich ankommen, gepasst, aber als dann die Sonne sich ein bisschen rausgedrückt hat, ist der Nebel richtig runter ins Tal und auch hier bei mir richtig dicht geworden. Und deswegen habe ich kurzerhand einfach mal den Pirschstock genommen. Schwierig mit der Kamera alleine, aber ich habe es probiert und tatsächlich, ich habe auch eine Geiß mit einem Kitz mit der Wärmebildkamera abgeglast, den Hang, den ich hochpirschen wollte. Tatsächlich stand ein Stück drin und habe dann über das Seefernrohr angesprochen, habe dann gesehen, okay, das ist auf jeden Fall eine Geiß, und tatsächlich kam dann ein Kitz hinterher. Richtig schön, freut mich richtig der Anblick. Ja, das war das erstmal zum Morgen und ich bin jetzt hier am Wendeplatz, eine Stelle, wo ich mal so ausgesucht habe. Also hier ist für die Forstarbeiter deswegen Wendeplatz. Wir haben hier im Hintergrund ist so eine relativ große Freifläche. Sieht man vom Sitz relativ schlecht ein, also man sieht vielleicht nur ein Drittel. Aber hier unten der Platz ist sehr interessant und ich dachte eigentlich, dass man das auf Rehwildtier ganz gut jagen kann, wollte auch in den Salzleck hinbauen. Wir sind ja fast an der Reviergrenze, also der ganze Wald hier hinten, das ist schon Reviergrenze. Also wäre perfekt gewesen für Abschüsse. Aber es kommt hier in dem Revier oft anders. Hier kommen die Sauen um 12 Uhr mittags. Deswegen eine neue Mission. Wir jagen jetzt im Juli hier tagaktive Sauen. Ich habe mir noch zwei Holzscheitel mitgenommen. Ich habe jetzt vor, die nächsten Tage öfters rauszukommen. Es ist jetzt sehr schwierig gewesen. Tatsächlich war jetzt viel privater Stress. Aber jetzt im Juli legen wir los. Auf jeden Fall in der Prumpf wird es auch ordentlich gejagt. Aber jetzt hier die Mission. Wildschweine im Juli tagaktiv. Drückt mir die Daumen.
guten Morgen, liebe Jagdfreunde. Wie ihr vielleicht schon unschwer an meiner Tarnung und vielleicht auch schon an dem hier erkennen könnt, wir haben jetzt schon Mitte Juli, ja schon Mitte Ende Juli, heute ist der 21. Und es ist jetzt ein milder Morgen. Ich bin jetzt in der Dämmerung, ihr seht hinter mir, geht es langsam die Sonne auf. In der Dämmerung bin ich jetzt ins Revier gefahren. Befinde mich jetzt in der Ausgangsposition und möchte jetzt hier, solange es im Bestand jetzt noch dunkel ist, also im Wald ist es wirklich noch sehr finster, möchte ich jetzt die ganzen Freiflächen noch mal probieren. Starte jetzt in eine Richtung, probiere einfach ein paar Serien. Mal schauen, vielleicht springen sie, vielleicht springen sie nicht. Ich bin jetzt draußen, genieße den Morgen und nehme euch einfach mit der Kamera mit. Wird heute ein bisschen schwierig. Bin alleine unterwegs und Platten, das kann ja wirklich ratzfatz passieren, aber ich spanne mir auch die GoPro oben drauf, dann haben wir die First Person und dann kriegen wir bestimmt hoffentlich was für euch drauf. Perfekt, also dann machen wir uns mal fertig, Tarnmodus an und dann geht's rein. Waldmannsheil. Schneise, links und rechts Verjüngung, Fichtenverjüngung und hier ist auf jeden Fall auch Einstand vom Rehwild, also jetzt hier an der Fläche ist schon sehr hell, also warten wir jetzt 5 Minuten und dann fangen wir mal mit den ersten an. So, entweder lag es an meinen Blattkünsten oder es ist einfach nichts hier. Erster Versuch, haken wir jetzt ab hier. Habe jetzt mal 5 Minuten nach der Blattserie gewartet. Hat gerade jetzt, ja, das war ein dunkles Schrecken, könnte ein Bock gewesen sein, aber das war glaube ich im Gegenhang. Sind wohl aktiv. Also, nächster Platz, weiter geht's. Thank you.
So, als ich jetzt gerade hier auf die Stelle, wo ich hier ein bisschen platten wollte, wo leider jetzt auch wieder nichts ging, ist mir hier die Alufolie aufgefallen. Die habe ich jetzt eingepackt. Sieht, ja, was ist Alufolie? Folie. Ich vermute, das ist so ein Hochzeitsballon. Ja, weiß nicht, ob es wirklich sein muss, Leute, für die paar Minuten, was ihr da Spaß habt, aber es verrottet halt einfach nicht. Es bleibt wirklich im Wald liegen. Ich will jetzt nicht wissen, wie lange das da jetzt schon liegt. Und es ist halt wirklich auch fürs Wild gefährlich. Vielleicht ein bisschen umdenken, Papier oder sowas verwenden, wenn ihr das machen wollt, aber nicht so ein Kunststoffscheiß.